Nicht erst seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist dieser Gedanke wohl schon vielen beim Einkauf gekommen. Ist das alles teuer geworden? Die Inflation in Deutschland und nicht nur bei uns steigt auf neue Höhen, die man lange nicht kannte. Und wie sich das im Geldbeutel auswirkt, zeigt der Blick auf dieses üppig belegte Käsebrötchen. Eine Tomate kostet im März 43,9% mehr als im selben Monat des Vorjahres. Gurken sind um 39,6% und Butter um 17,6% teurer geworden. Für den Kopfsalat muss man 18,3%, für ein frisches Brötchen 7,3% mehr berappen als vor einem Jahr. Und der Einkaufspreis von Schnittkäse stieg um immerhin 5,5%. Steigende Inflation lässt sich auch mit einer Erhöhung der Zinsen bekämpfen. Und die Erhöhung des Leitzinses hat jetzt die Notenbank in den USA beschlossen. Was das für Folgen auch für uns in Europa hat, kleiner Klaus Reinhard Jakisch und Jacqueline Dreihaupt. Sein Laden ist eine Institution. Seit 25 Jahren verkauft Fritten-Toni in Oberursel bei Frankfurt Würstchen, Pommes frites und kleine Mahlzeiten. Doch einen derartigen Preisschub wie zurzeit hat er noch nie erlebt. Wegen der hohen Inflation kaufen die Kunden weniger. Die Leute müssen halt alle ein bisschen mehr sparen im Moment. Die hohen Preise an Tankstellen, im Supermarkt, das macht sich bemerkbar. Auch in seiner Küche. Zutaten sind deutlich teurer geworden, vor allem aber Strom und Energie. Noch zögert er, doch demnächst muss auch Fritten-Toni die Preise anheben. Die hohe Inflation auch Thema bei seinen Gästen. Natürlich merken wir das auch. Wir müssen uns auch einschränken. Verschiedene Sachen muss man schon verzichten. Wenn die Sache jetzt noch länger geht mit den ganzen Preisen erhöhen und so, dann muss man halt schon irgendwo mal langsam eine Lösung finden für die ganzen Bürger auch, ja, weil sag mal so, das Gehalt steigt ja auch nicht von heute auf morgen. Die hohen Rohstoff- und Energiepreise, der Krieg gegen die Ukraine, die Folgen von Corona haben die Inflationsrate hierzulande auf 7,4% im April hochschnellen lassen. In den USA, wo die Teuerung noch höher ist, reagierte die US-Notenbank. Sie hob den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt an. Weitere Zinsanstiege sind schon angekündigt. Damit soll die Preisentwicklung abgebremst werden. Die Europäische Zentralbank hat bislang nichts unternommen, um dem Preisschub Herr zu werden. Durch den Schritt in den USA steigt der Druck, nun ebenfalls zu reagieren. In der Vergangenheit ist das schon so gewesen und das ist heute immer noch so, dass die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten häufig das vorwegnehmen, was hier in Europa auch geschieht. Insofern ist dieser deutliche Zinsanstieg in den Vereinigten Staaten auch ein Signal für die Europäische Zentralbank, auch hier das Inflationsproblem anzugehen. Die scheint sich tatsächlich zu bewegen und plant nun im Sommer die Zinsen anzuheben. Ausgerechnet EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, die bislang eher gebremst hatte, sagte dem Handelsblatt: Jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln. Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juli für möglich. Doch selbst wenn die Zinswende im Sommer kommt, dürfte die Inflation nicht spürbar zurückgehen. Die hohe Teuerung, die wir im Moment sehen, die wird länger bleiben, als uns allen lieb ist. Die ist nicht gekommen, um zu gehen, sondern die ist gekommen, um zu bleiben. Die wird uns noch eine Weile das Leben wirklich im wahren Sinne teurer machen. Und das, denke ich, ist eben auch jetzt sozusagen die Strafe dafür, zu lange zugeschaut zu haben und nicht wirklich als auch Europäische Zentralbank gehandelt zu haben. Für Fritten-Toni in Oberursel und seine Gäste sind das wenig erfreuliche Aussichten. Ein baldiges Ende des Preisschubs ist jedenfalls nicht in Sicht.